Werbehinderung, was Sie unbedingt vermeiden sollten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, ich habe ein super Video gesehen und zwar im Internet von dem Experten für Sozialrecht Dr. Utz Anhalt von der Plattform, Internetplattform gegen Harz. Und ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Und der Kollege Anhalt, Dr. Anhalt, hat hier in seinem Video, ich hatte mir das Transkript gerade nochmal angeguckt, mitgeteilt, dass bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen ein ganz gravierender Fehler die Rente kosten kann. Und zwar ist das der sogenannte Verschlimmerungsantrag, den man vor der Altersrente stellt. Und dieser Verschlimmerungsantrag oder Überprüfungsantrag zur Erlangung eines höheren GdB als 50 zum Beispiel kann unter Umständen auch ein Reinfall werden. Das hat Dr. Anhalt hier von gegen Harz auch nochmal ganz knallhart gesagt. Sie können sich das Video gerne nochmal angucken. Ich verlinke das Video auch in der Videobeschreibung zu meinem Video. Und der Dr. Anhalt kommt auch zu Recht zu dem Ergebnis, dass das nach hinten losgehen kann. Dass also ein sogenannter Verschlimmerungsantrag oder Verböserungsantrag dann dazu führen kann, dass statt dem schon bewilligten GdB 50 dann auf einmal ein Grad der Behinderung von 40 rauskommen kann. Ja, und das sorgt dann für Ärger, für Kummer und für Probleme. Ich werde aber in einem weiteren Video nochmal zeigen, wie man diese Probleme, sagen wir mal, entsprechend umschiffen kann. Aber das ist das eine. Was ich noch zu bemerken habe, ist in dieser Situation, wir haben bitte auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, die sogenannte Schonfrist nach § 116 Sozialgesetzbuch Nr. 9. Diese Schonfrist sagt, verliere ich rechtskräftig den Grad der Behinderung von 50, meinetwegen einen Monat vor gewünschten Rentenbeginn, dann habe ich 3 Monate Schonfrist, Übergangsfrist. Und in dieser Übergangsfrist, in dieser Schonfrist nach § 116 SGB 9 gelte ich weiterhin als schwerbehindert. Das heißt also, ich kann auch, obwohl mir der Behindertengrad 50 aberkannt worden ist, trotzdem die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfolgreich noch stellen. Wir haben das in unserer Praxis ab und zu mal auch, sodass wir da also sozusagen keine Probleme haben. Wir können darauf nur hinweisen. Letzten Endes kann ich also nur sagen, wie das der Kollege Anhalt auch nochmal gesagt hat, zeige ich Ihnen nochmal, Dr. Anhalt auch gesagt hat, wenn es geht, bitte Hände weg vom Verböserungs- oder Verschlimmerungsantrag bei der Schwerbehinderung. Wenn Sie einmal den Grad der Behinderung 50 haben und Sie können den sozusagen bis zur Rente retten, ja, dann warum sollten Sie das aufs Spiel setzen? Das erschließt sich mir letzten Endes auch nicht. Wenn Sie natürlich fulminant schwerst erkrankt sind und es wird alles noch viel, viel schlimmer und die Ärzte geben Ihnen grünes Licht, dann können Sie es natürlich ausprobieren, aber Sie müssen sich dessen Risiko einfach bewusst sein, dass das auch unter Umständen nach hinten losgehen kann, meine Damen und Herren. Ja, dann haben wir aber noch einen anderen Fehler, den Sie unbedingt vermeiden sollten. Darauf hat der Kollege Anhalt nicht hingewiesen. Ich denke mal, Schwerpunkt war hier in seinem Video, war der Schwerpunkt mehr auf dem Verschlimmerungsantrag. Ich gehe da ein bisschen über den Tellerrand hinaus und sage ganz einfach, okay, wir haben noch eine Sache, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Wenn Sie einen Grad der Behinderung von 50 haben, vor Rentenbeginn, dann tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ziehen Sie bitte nicht in ein vertragsloses Ausland. Also wer zum Beispiel als Schwerbehinderter und er weiß, dass er schwerbehindert ist und er weiß, dass er vielleicht in einem halben Jahr in die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommen kann und der zieht aus Deutschland nach Paraguay oder nach Thailand oder nach Argentinien, der verliert in dem Moment, wo er dort seinen dauerhaften Wohnsitz hat,
sofort den Grad der Behinderung 50. Da ist alles weg. Da steht nicht 40 da oder sowas, sondern da ist 0, Zero, meine Damen und Herren. Ja, dann gelten sie nicht mehr als behindert. Weil nach Paragraph 2 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 9 grundsätzlich Voraussetzung für den Bezug oder für die Bewilligung einer Behinderung und auch Schwerbehinderung der Inlandsbezug ist oder ein Wohnsitz in der EU oder ein Wohnsitz in Vertragsstaaten, wo dieses Thema ausdrücklich sozialrechtlich geregelt worden ist. Ja, meine Damen und Herren, und deswegen kann ich nur jedem dringend empfehlen, bevor Sie Ihre Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen und Sie wollen in ein vertragsloses Ausland ziehen, laufen Sie Gefahr, dass Sie Ihre Schwerbehinderung verlieren. Und jetzt kommt noch ein gewaltiges Problem oder ein gewaltiges Problem. Diese Schonfrist der 3 Monate gilt in diesem Fall für Sie nicht, meine Damen und Herren. Das hat das Bundessozialgericht in einer Entscheidung im Jahr 2017 ausdrücklich festgelegt. Dort hatte ein Schwerbehinderter, der ist nach Paraguay gezogen, der wollte die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen und hat erst nach seinem Umzug nach Paraguay die Altersrente beantragt. Und das Bundessozialgericht hat der deutschen Rentenversicherung recht gegeben, hat gesagt, es ist uns völlig wurscht, was in dem Bescheid vom Versorgungsamt steht. Entscheidend ist, dass die Voraussetzung nach Paragraph 236a SGB VI nicht mehr gegeben ist. Da damit keine Schwerbehinderung mehr vorliegt bei Beginn der Rente, denn die Statusfrage, das heißt der Wohnsitz hier in Deutschland im Inland oder EU-Land oder Vertragsstaat, muss geprüft werden. Und wenn das nicht gegeben ist, ist sofort automatisch die Schwerbehinderung weg. Bitte keine Angst haben für die Leute, die eine Schwerbehinderung haben und jetzt zum Beispiel nach Paraguay oder in ein vertragsloses Ausland gezogen sind, müssen sich gar keinen Kopf machen. Ihre Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt ihnen erhalten, denn die wurde ja bewilligt. Denn zum Zeitpunkt, als die bewilligt wurde, haben sie ja in Deutschland gelebt oder meinetwegen in irgendeinem EU-Ausland oder in einem Vertragsstaat. Aber wer ins Ausland ziehen will und schwerbehindert ist und mit einem Auge schon in die Richtung Altersrente guckt, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass er hier alles verlieren kann und dann noch viel länger auf seine Altersrente warten muss. Und das wäre natürlich äußerst misslich. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich finde ein sehr gelungenes Video vom Kollegen Dr. Utz Anhalt, von den Kollegen von Gegen Hartz IV oder Gegen Hartz. Ich werde das, wie gesagt, nochmal verlinken. Ich schicke mal beste Grüße nach Hannover zu den Kolleginnen und Kollegen beim Redaktionsteam von Gegen Harz. Die Leute sind sehr, sehr fleißig und machen große Aufklärungsarbeit. Und ich lese da auch gerne mal in den Beiträgen, finde die oftmals sehr, sehr gelungen. Ja, und wenn sie vielleicht auch nicht immer so zwingend alle, müssen sie ja auch Gott sei Dank nicht in die Tiefe gehen, aber letzten Endes, es ist ganz wichtig, dass wir solche Leute auch haben, die wirklich für die breite Masse der Bevölkerung hier eine gute Aufklärungsarbeit machen. Und gegen Hartz, wie es ja der Name schon sagt, ist vor allen Dingen auch im Bereich Bürgergeld und ehemals Hartz IV ganz stark aufgestellt und haben da wirklich unglaubliche Erfahrungen und auch Kenntnisse. Und deswegen kann ich nur allen empfehlen, die dort Probleme haben in dem Bereich Bürgergeld, Grundsicherung und so weiter, die sollten sich an die Kolleginnen und Kollegen von Gegen Hartz wenden. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von mir zu diesem Thema. Ganz wichtiges Thema: Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Bitte denken Sie dran, nicht unnötigerweise einen Verschlimmerungsantrag stellen oder nicht unnötigerweise ins vertragslose Ausland ziehen. Dann kann das alles nach hinten losgehen und ein böses Erwachen geben. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.